Das Internet bietet viele Möglichkeiten, den Alltag einfacher zu machen. Bankgeschäfte erledigen, online shoppen, mit Freunden chatten. Doch in der Anonymität des World Wide Web tummeln sich auch Kriminelle. Wer sich nicht richtig schützt, kann beim Online-Banking viel Geld an Betrüger verlieren. Auch für Kinder gibt es viele Webseiten mit Online-Spielen und Chat-Angeboten. Doch hier versuchen häufig Pädophile mit Minderjährigen in Kontakt zu kommen. So wird das Internet immer häufiger zum Tatort. In Leverkusen treffen wir Andrea Laubner. Der Umgang mit Computern gehört für die Sekretärin zum Alltag. Wie viele Internetnutzer erledigt sie seit Jahren ihre Bankgeschäfte online. Das sei sicher, dachte sie, bis November 2014. Weil sie auf einen Zahlungseingang wartet, will Andrea Laubner ihre Kontoumsätze überprüfen. Als sie sich ins Online-Banking-Portal der Sparkasse Leverkusen einloggt, erscheint plötzlich eine Mitteilung. Auf einmal, nach ein paar Sekunden, ploppte dann ein Fenster auf. Sah auch so aus, als wenn es wirklich von der Sparkasse wäre, so nach dem Motto, wir haben ein Update der Sicherheitseinstellungen vorgenommen. Bitte geben Sie in das vorgegebene Feld eine Tarnnummer ein. Andrea Laubner glaubt, dass die Aufforderung zur Eingabe einer Transaktionsnummer tatsächlich von ihrer Bank stammt. Sie tippt die Nummer ein und wird dann zu ihren Umsätzen weitergeleitet. Alles scheint wie immer. Erst einige Stunden später merkt sie, dass etwas nicht stimmt. Also ich habe mich dann nochmal eingeloggt, weil dieser Zahlungseingang, den ich erwartet hatte, morgens noch nicht drauf war. Bin dann, wie gesagt, 3-4 Stunden später nochmal ins Online-Banking-Portal gegangen und habe dann mit Erschrecken festgestellt, dass 9.901 Euro abgezogen wurden, was ich natürlich gar nicht angewiesen hatte. Fast 10.000 Euro wurden von ihrem Konto abgebucht. Den Zahlungsempfänger kennt sie nicht. Andrea Laubner informiert ihren Lebensgefährten. Michael Gerner ist IT-Experte. Er erkennt sofort, hier waren Betrüger am Werk. Worauf ich hier direkt gesagt habe, Bank anrufen. Und ich habe dann wiederum direkt einen Fachanwalt angerufen für eben Bankenrecht. Andrea Laubner lässt ihr Konto sperren. Von ihrer Bank erfährt sie, das Geld wurde nach England überwiesen, könne nicht mehr zurückgeholt werden. Sie erstattet Strafanzeige gegen den Kontoinhaber. Bei der Kölner Polizei wurde schon 2004 ein Kommissariat für Cybercrime eingerichtet. Michael Radke leitet das KK35. Wir beschäftigen uns mit der Computerkriminalität im engeren Sinne, sprich wenn Computersysteme angegriffen werden. Computerkriminalität wird immer mehr, immer spezieller. Von daher müssen wir uns auch aufgestellt haben, dass wir letztendlich solche Delikte bearbeiten können. Ein Schwerpunkt ihrer Ermittlungen ist der Betrug beim Online-Banking. 2013 wurden deutschlandweit über 4.000 solcher Straftaten angezeigt. Der Gesamtschaden 16 Millionen Euro. Kommissar Radke erklärt, wie die Betrüger meist vorgehen. Dreh- und Angelpunkt ist die Schadsoftware auf dem Rechner des Bankkunden. Der Täter schickt die dorthin, häufig per E-Mail, mit einem Anhang vielleicht drin. Der Anhang wird geöffnet, die Schadsoftware ist auf dem Rechner. Und in dem nächsten Moment, wenn der Geschädigte selber versucht, Online-Banking zu machen, dann sorgt die Schadsoftware dafür, dass es eine unbefugte Überweisung gibt. Besonders hinterhältig? Die Betrüger benutzen oft Jobsuchende als ahnungslose Mittäter. So bleiben sie unerkannt. Damit der Täter natürlich nicht direkt zu ermitteln ist über den Geldempfänger, gibt es dann eine Zwischenebene, das sind die sogenannten Finanzagenten. Die werden angeworben, auch per Spam-Mail mit angeblichen Arbeitsangeboten. Das eigentliche Aufgabe von denen ist, das Geld von ihren Konten in Empfang zu nehmen und auf anderem Wege per Bargeld-Soforttransfer in der Regel an den Täter weiterzuleiten. Der sitzt im Ausland oder kann irgendwo anonym das Geld in Empfang nehmen. Auch wer nur eine Überweisung weiterleitet, kann sich der Geldwäsche schuldig machen. Und das ist eine Straftat. Kressbronn am Bodensee. Genau das ist Dieter Basun passiert. Er hat ein Jobangebot als Finanzagent angenommen und wusste nicht, worauf er sich einlässt. Bis vor wenigen Monaten hatte er hier eine Kfz-Werkstatt mit Autohandel. Das hier ist jetzt der Bereich, wo früher meine Werkstatt gewesen ist, meine Wohnung gewesen ist. Und durch die Computerbetrugsgeschichte musste ich alles aufgeben. Seitdem lebt Dieter Basun mit seiner Frau in einem ausgebauten Wohnwagen. Eine Wohnung können sie sich zurzeit nicht leisten.
Im Sommer 2014 bekam der Mechaniker per Mail ein Angebot für einen vermeintlich lukrativen Nebenjob. Diese E-Mail war darauf ausgelegt, dass sie jemanden suchen, der im Rahmen eines Nebenjobs eine lukrative Verdienstmöglichkeit sucht. Und vom Absender her war es eine große deutsche Bankengruppe, und so dass es Vertrauen erweckt hat. Dieter Basun bewirbt sich. Er bekommt eine E-Mail von einer Frau, die sich Anna Lipp nennt. Sie erklärt ihm seine Aufgabe. Basun soll Überweisungen, die auf sein Konto eingehen, per Western Union weiterleiten. Mit den Geldern würden Autos im Ausland bezahlt. Für den Mechaniker und Kfz-Händler klingt alles plausibel. Ich soll das Geld bekommen, das Geld per Western Union weiterleiten. Und wenn das Geld dann beim Empfänger ist, schickt er die Fahrzeugpapiere zu mir und das Fahrzeug kann auf den Transportweg gehen. Tatsächlich gehen auf seinem Konto wenig später gut 4.500 Euro ein. Er überweist ins Ausland weiter und freut sich über seine Provision. Die kann er gut gebrauchen, denn seine Firma läuft gerade nicht so gut. Das war ein Zahlungsempfänger in der Ukraine, wo das hingeschickt werden sollte. Das habe ich dann über die Postdienststelle, über das Postamt in Kressbronn entsprechend gemacht. Die 80% per Western Union transferiert und meine 20% Provision, die bleiben bei mir. Bereits einen Tag später geht die nächste Überweisung ein. Diesmal sind es 2.100 Euro. Dieter Basun will auch diesen Betrag abheben und ins Ausland überweisen. Als er am Bankschalter steht, wird er von einem Mitarbeiter in einen Nebenraum gebeten. Der hat mir dann mitgeteilt, Konto ist gesperrt. Der Betrag von heute darf ich nicht abheben. Der geht an den Absender wieder zurück, weil das liegt eine Anzeige vor. Auch die 4.500 Euro, die er ins Ausland geschickt hat, wurden unrechtmäßig abgebucht, erfährt der überraschte Mechaniker. Durch den Bargeldtransfer habe er sich strafbar gemacht, deshalb solle er den Schaden erstatten. Seine vermeintliche Arbeitgeberin ist nicht mehr erreichbar. Stattdessen erhält er eine Vorladung von der Polizei. Für den Selbstständigen ist besonders schlimm, die Bank hat nicht nur sein privates, sondern auch sein Geschäftskonto gesperrt. Das Ende auch für seine Firma. Gelder, die von Kunden bezahlt wurden, sind gesperrt. Überweisungen können sie keine tätigen. Demzufolge kein Lieferant mehr bedient, kein Finanzamt mehr bedient. Sonstige Abgaben und so weiter gingen nicht raus. Und in ganz kurzer Zeit, 5-6 Wochen, kamen dann die Vollstreckungsbescheide und so weiter und so weiter. Und das hat letzten Endes dazu geführt, dass ich meinen Betrieb aufgeben habe. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen Dieter Basun eingestellt. Die von ihm ins Ausland überwiesenen 4.500 Euro musste er jedoch ersetzen. Ein finanzieller Tiefschlag. Die Betrüger konnte die Polizei nicht ermitteln. Zurück in Leverkusen. Auch bei Andrea Laubner führte die Spur der Betrüger ins Leere. Knapp 10.000 Euro wurden von ihrem Konto abgebucht. Für sie ging die Geschichte aber gut aus. Also erfreulicherweise habe ich nach circa 4 Wochen nochmal die Kontoauszüge gecheckt und habe gesehen, dass die knappen 10.000 Euro auf dem Konto gutgeschrieben wurden von der Sparkasse, hatte aber auch gar keine Informationen von der Sparkasse bekommen. Aber eine Woche später bekam ich dann ein Schriftstück, dass alles erledigt wäre und das Geld überwiesen wurde. Bei der Sparkasse Leverkusen erfahren wir, trotz immer neuer Sicherheitstechniken kann Betrug beim Online-Banking vorkommen. In der Regel werde der Schaden aber von der Bank getragen. Die Art und Weise, wie die Betrüger vorgehen, ist mittlerweile sehr, sehr professionell, sodass man da auch leicht mal drauf reinfallen kann. Und der Vorgang von der Frau Laubner war glaubwürdig, sodass wir dann auch in solchen Fällen immer erstatten. Doch nicht immer haben Bankkunden so viel Glück, warnt Ralf Schärfling von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Denn manche Banken unterstellen bei Computerbetrug ihren Kunden grobe Fahrlässigkeit. Es ist nicht grundsätzlich so, dass die Banken solche Schäden erstatten. Uns werden erfreulicherweise wenig Fälle gemeldet, aber nicht alle Banken erstatten halt hier. Und im Zweifel muss man vor Gericht klären, war das, was passiert ist, halt grob fahrlässig vom Kunden, ja oder nein. Wenn Bankkunden grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird, müssen sie Schäden durch Computerkriminalität selber tragen. Deshalb sollten Nutzer von Online-Banking auf Nummer sicher gehen. Der Experte rät:
ich kann mir auch überlegen, ob ich bei meiner Bank einfach ein Limit einsetze, das heißt, dass pro Tag oder pro Überweisung ein bestimmter Maximalbetrag nicht überschritten werden kann. Wenn ich also selber mal tatsächlich einen größeren Betrag überweisen muss, kann ich das ja für diese eine Transaktion dann hochsetzen lassen. Außerdem empfiehlt der Experte, Mails unbekannter Absender löschen, denn die können Schadsoftware enthalten. Wer achtsam ist, hat gute Chancen, dass Cybergangster erst gar nicht auf seinen Rechner kommen. Familie Artes lebt in Köln. Sie nutzen Computer, Tablets und Handys. Für ZDF Info sind sie bereit zu testen, wie sicher ihre Daten sind. Ich bin die Silke und 33 Jahre alt. Ich bin der Uwe und ich bin 41 Jahre alt. Ich bin der Anakin und 12 Jahre alt. Und das ist der Sammy und der ist 3 Jahre alt. Jeder von ihnen nutzt täglich das Internet. Die Erwachsenen erledigen Bankgeschäfte und verschicken E-Mails. Die Kinder chatten und spielen. Vater Ugo achtet darauf, dass die Daten der Familie dabei sicher sind, sagt er. Sicherheit ist, finde ich, wichtig. Wir haben auf allen Geräten, die wir benutzen, Passwörter drauf. Silke ist zuständig für das Online-Banking der Familie. Täglich kommuniziert sie über Internetchats und kauft auch öfter online ein. Sorgen um ihre Daten macht sie sich kaum. Ich besuche Internetseiten, ich mache mir da keine großen Gedanken drüber. Also mit dem Thema Sicherheit gehe ich eigentlich locker um. Anakin hat ein Smartphone, surft damit oft im Internet. Auch der 12-Jährige weiß bereits, dass er persönliche Daten auf Handy und Laptop schützen muss, wenn er online geht. Ich denke schon, dass meine zum Beispiel Bilder oder Fotos, Nachrichten auch sicher sind, weil ich benutze halt oft auch, verschiedene Passwörter. Familie Artes nutzt das Internet wie viele Haushalte. Mit ihrem Einverständnis wollen wir testen. Sind ihre Daten, zum Beispiel Passwörter und Bankverbindungen, vor einem Hackerangriff sicher? Für den Test holen wir uns Hilfe. Dr. Daniel Hamburg ist Leiter der Abteilung IT-Sicherheit beim TÜV Rheinland. Zu seinem Job gehört es, Firmennetzwerke anzugreifen, um Sicherheitslücken zu finden. Datensicherheit ist auch für Privatleute wichtig, sagt er. Die meisten von uns kaufen online ein, bezahlen online, sind in sozialen Medien unterwegs und auch dort möchten wir natürlich nicht, dass jemand anders in unserem Namen eine Überweisung tätigt, dass jemand anders in unserem Namen einkauft, die Ware aber bekommt oder in unserem Namen vielleicht in sozialen Netzwerken irgendetwas postet, was eben nicht von uns kommt. Also auch für Privatpersonen ist die Sicherheit der Information sehr, sehr wichtig. Wir stellen dem IT-Experten Familie Artes und deren internetfähige Geräte vor. Auf ihrem Computer nutzt die Familie Windows 95, ein veraltetes Betriebssystem. Das ist eine von zwei häufig in der Praxis vorkommenden Sicherheitslücken. Der erste Punkt ist natürlich die Software, also das Betriebssystem. Es ist an der Stelle sogar eins, das gar nicht mehr unterstützt wird vom Softwarehersteller. Das heißt, dort gibt es bekannte Sicherheitsstellen und dort Sicherheitslücken und dort gibt es auch keine neuen Gegenmaßnahmen mehr, die publiziert werden. Der zweite Punkt ist das Thema Passwörter. Das heißt, werden triviale Passwörter verwendet, zum Beispiel der Name des Sohnes und das Geburtsdatum oder komplexere Passwörter. Für den IT-Angriff auf die Familie programmiert Dr. Hamburg einen Computervirus. Kriminelle Hacker verteilen solche Schadprogramme über das Internet, meistens per Mail. Unser Virus wird nicht freigesetzt, wir speichern es auf einem USB-Stick. Mit dem Datenträger fahren wir zur Familie Artes. So ist gewährleistet, dass unser Testvirus nicht ins Internet gelangt, sondern nur auf den Rechner der Familie. Und da ist das Schadprogramm drauf. Mhm. Jetzt kann der Test beginnen. Wir bitten die Familie, ihren Rechner wie gewohnt zu verwenden. Wir lassen eine Kamera da, damit Familie Artes ihre Internetnutzung dokumentieren kann. Genau. Aufnahmen der nächsten Tage. Ugo schreibt Nachrichten und E-Mails. Silke chattet mit Freunden. Die Söhne Anakin und Sammy spielen online. Ihr Vater erledigt eine Überweisung. Gleichzeitig sind unsere Computerangreifer aktiv. Sie versuchen, auf den Rechner der Familie zu gelangen und persönliche Daten auszuspionieren. Nach 5 Tagen treffen wir Dr. Daniel Hamburg wieder. Er präsentiert uns die Ergebnisse seines Hackerangriffs. Durch das Computervirus hat er Zugriff auf den Rechner der Familie bekommen. Wir sehen hier den Desktop der Familie, das heißt, wir sehen, welche Programme gerade geöffnet sind. Wir können hier schauen, was macht die Familie, welche Dateien gibt es auf dem Desktop. Haben also erstmal schon ein erstes gutes Bild darüber.
Der IT-Experte hätte Daten auf dem Computer der Familie löschen oder manipulieren können. Darüber hinaus hatte er Einblick auf den Datenverkehr des PCs, wenn Familie Artes online ging. Dadurch konnte er auch Login-Daten mitlesen, die die Familie auf Internetseiten eingegeben hat. Hier stehen Benutzername und Passwort für einen bekannten Online-Shop. Wir sehen hier, was wir mitschneiden konnten, ist der Benutzername, mit dem sich die Familie einloggt, und noch viel kritischer natürlich das Passwort. Aus Datenschutzgründen haben wir das natürlich ausgeblurrt, damit man nicht alles sieht. Das heißt, der Angreifer hat die Login-Daten der Familie, kann sich im Namen der Familie einloggen an diesem Shop und kann natürlich beliebige Transaktionen tätigen, also zum Beispiel auch für viel Geld dort einkaufen, sich die Ware zuschicken lassen, aber das Geld bezahlt dann die Familie. Auch das Online-Banking wurde durch das Virus angreifbar. Als Familie Artes eine Überweisung machen wollte, hat Dr. Hamburg Betrag und Zahlungsempfänger verändert. 1 Euro wurde so auf unser Konto überwiesen, um zu zeigen, dass eine Manipulation hier möglich ist. Die Familie kommuniziert mit der Bank online. Wir haben uns dazwischen gehängt und das manipuliert, was dort übertragen wurde. Also an der Stelle sowohl den Betrag, den die Familie an die Bank übersendet, als auch den Empfänger, den haben wir manipuliert. Mit diesen Resultaten besuchen wir gemeinsam mit Dr. Hamburg Familie Artes. Ugur und Silke Artes sind auf die Ergebnisse des Tests gespannt. Bisher dachten sie, vor Hackern relativ sicher zu sein. Dr. Hamburg beweist das Gegenteil. Wir konnten sehen, welche Programme rufen sie auf, was tun wir, konnten uns das auch so wie so ein kleines Filmchen angucken, wann tun sie etwas. Selbstverständlich, das heißt, sie sind da gläsern an der Stelle sozusagen. Das heißt, wir hätten alles herausfinden können, was sie mit diesem PC machen. Das alles war möglich durch das Schadprogramm, das wir auf den Computer der Familie gebracht haben. Im täglichen Internetgebrauch hätte es auch über eine E-Mail auf den PC gelangen können. Ugur Artes ist geschockt. Das ist erschreckend, wie leicht das geht. Eine Schadsoftware auf dem Rechner und viel Ärger. Wenn da irgendjemand wirklich dann sich alles abgegriffen hat, der kann ja dein Leben auf den Kopf stellen. Da hast du erstmal ein halbes Jahr wahrscheinlich zu tun. Dr. Hamburg warnt Familie Artes, dass ihre Passwörter generell sehr unsicher sind. Sie seien nicht komplex genug und würden zu häufig wiederverwendet. Bei diversen Sachen haben wir ein Standardpasswort, ne? Was uns beiden ermöglicht, auch beim anderen irgendwie reinzugucken. Ich weiß schon, wie ich ein Passwort auszuwählen habe, nur privat nutzt man das nicht. Und warum? Weil man seine eigenen Daten, keine Ahnung, nicht so hoch vom Wert irgendwie einschätzt. Und dann gerät man irgendwie in die Routine und verwendet das dann auch eventuell irgendwo, wo es halt sensibler ist, wo man nicht überlegt. Online-Shopping, irgendwas, eBay oder so. Ja, also ich werde jetzt natürlich hingehen und erstmal alle Passwörter komplett ändern und jedes kriegt ein anderes. Wir zeigen der Familie, dass wir eine Überweisung umgeleitet haben. Doch diese Manipulation hat Ugur Artes bemerkt, als er die TAN-SMS von seiner Bank genau gelesen hat. Wir wussten, dass es irgendwas gibt und haben dann halt besonders drauf geguckt und das dann schon bemerkt. In unserer Testsituation ist der Familie der ungewöhnliche Betrag von 1 Euro aufgefallen. Die ebenfalls veränderte Kontonummer dagegen nicht. Im Alltag bleibt eine Manipulation wahrscheinlich unbemerkt. Also, wenn du 10 Überweisungen machst und das geht dann tak, 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 wenn irgendjemand da dran ist, der könnte das schon abfangen und ändern. Mhm. Auf jeden Fall. Von uns bekommt Familie Artes ihr Geld selbstverständlich zurück. Computerkriminelle tun das nicht. Sie räumen Konten leer. Deshalb muss man sich vor Computerviren und Datendieben so gut wie möglich schützen, rät der Experte. Damit so ein Schadprogramm eben nicht auf den Computer gelangen soll, sollte man zum einen aktuelle Software verwenden. Das gilt sowohl für das Betriebssystem, aber auch andere Software, die auf dem Computer installiert ist. Die sollte regelmäßig abgedatet werden. Und der zweite Punkt ist, man sollte einen Virenscanner haben, der aktiviert ist und auch dieser regelmäßig abgedatet wird. Familie Artes ist froh, den Test gemacht zu haben. Sie wollen die Ratschläge des Computerfachmanns umsetzen und ihre Daten besser schützen. Für viele Kinder und Jugendliche gehört das Internet zum Alltag. Auf speziellen Seiten können sie Online-Spiele machen und mit Gleichaltrigen chatten.
Doch im Schutz der Anonymität agieren auf solchen Internetseiten immer häufiger Pädophile und versuchen, mit Minderjährigen in Kontakt zu kommen. Cybergrooming nennt es die Polizei, wenn Kinder im Internet sexuell belästigt werden. Ein kleiner Ort in Niedersachsen. Wir treffen eine Mutter, deren Tochter Opfer von Cybergrooming wurde. Das Mädchen ist 11 Jahre alt und möchte anonym bleiben. Wir nennen sie Sophie. Im Internet chatten ist für die Schülerin Alltag. Ich chatte auch ganz schön viel mit Freunden. Eigentlich fast jeden Tag. Mehrere Stunden. Über Gefahren im Netz hat sie mit ihrer Tochter immer offen gesprochen, sagt die Mutter. Deshalb habe Sophie auch sofort gesagt, als beim Chatten etwas Eigenartiges passierte. Sie war im Chat und kam dann zu mir und erzählte mir, dass was vorgefallen wäre. Ich habe es mir angeguckt und ja, sie ist im Internet halt sexuell belästigt worden. Es passiert im Sommer 2014. Sophie geht auf ihre Lieblingsseite, ein Online-Spiel. Jeder hat hier eine Figur, einen sogenannten Avatar, und kann mit anderen chatten. In ihrem Postfach findet die 11-Jährige Nachrichten eines Unbekannten. Danach hat er geschrieben, antworte jetzt mal. Dann habe ich mir das alles durchgelesen und danach habe ich auch erst mal gedacht, oh Scheiße. Auf der Seite können alle offen miteinander kommunizieren und man kann private Nachrichten schicken. Im Privatchat schreibt der Spieler Philipp 5678, sag mal, wir können uns ja Bilder von uns schicken. Sophie antwortet, nein, auf keinen Fall. Doch Philipp fordert, nackt sollen die Fotos sein. Dann geht er noch weiter. Er möchte Sex. Die Buchstaben schreibt er untereinander. In einer Zeile würden sie vom Filter der Seite als unzulässig erkannt. Sophie ist geschockt. Ich habe auch ständig Nein gesagt. Das hat er aber nicht kapiert. Und da habe ich Mama zu mir geholt, dass sie gucken sollte, was da los ist. Ich wusste nämlich noch nicht, wie ich reagieren sollte. Sophies Mutter ist froh, dass ihre Tochter den Chat sofort abgebrochen und sich ihr anvertraut hat. So konnte Schlimmeres verhindert werden. Für die Mutter ist klar, sie will gegen den Täter vorgehen. Ich habe halt auch erstmal total schockiert reagiert, da man ja meint, so ein Chat, gerade auf so einer Kinderseite, ist sicher. Wir haben dann die Polizei angerufen. Und die hat uns gesagt, dass wir einen Screenshot machen sollen. Und am nächsten Morgen sind wir dann zur Polizei gefahren. Die Beamten nehmen die Ermittlungen auf. Der Fall von Sophie ist einer von rund 1500 Fällen, die jedes Jahr in Deutschland angezeigt werden. Die Dunkelziffer ist jedoch sehr viel höher. Kinder schweigen oft aus Scham, wenn Pädophile sie im Internet belästigen. Doch manchmal werden die Täter erwischt. In Offenbach steht ein Mann wegen Cybergrooming vor Gericht. Er tat, was die 11-jährige Sophie erlebt hat. Er sprach in Chaträumen Kinder an. Dann masturbierte er vor seiner Webcam. Sein Pech? Sein Chatpartner war ein Polizist, der verdeckt ermittelte. Der Angeklagte beteuert, es sei ein einmaliger Ausrutscher gewesen. Sein Urteil? 4 Monate Haft auf Bewährung. Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Hier arbeitet Thomas Rammel. Er brachte den Täter vor Gericht. Rammel und seine Kollegen gehören zu einer Spezialabteilung im LKA. 80 Pädophile konnten sie alleine 2014 überführen. Die Rechtsprechung gibt uns ja die Möglichkeit, auch uns als 12-Jährige auszugeben. Es gibt keine andere Möglichkeit, als auf diese Art und Weise mit den mutmaßlichen Tätern in Kontakt zu treten. Der Hauptkommissar zeigt uns, wie das funktioniert. Die Fahnder haben dazu einen speziell eingerichteten Raum. Heute fahndet Kommissarin Nathalie Rieber von hier aus nach Pädophilen im Netz. Der Raum, in dem sie sitzt, ist eingerichtet wie das Zimmer eines jungen Mädchens. Ein entscheidendes Detail, um im Chat authentisch zu sein. Es ist dann wichtig, wenn der Täter es will, dass er sehen will, dass er tatsächlich mit dem Kind kommuniziert. Mhm. Dann gehen wir her und machen die Cam einfach an. Und die, Cam, die Cam da oben. Die ist hier an der Wand und die zoomt quasi genau auf diesen Ausschnitt von den Postern, von dem Möbel, wo die eben die Kinder Sachen drin stehen. Wenn er dann weiter fragt, dann bleibt uns noch als Option offen, dass wir hergehen, also ich natürlich nicht, sondern meine Kollegin, dass sie ihre Stirn zeigt oder in die Kamera reinwinkt. Und dann sind wir aber auf der sicheren Seite und der Täter geht davon aus, dass es tatsächlich eine 12-Jährige ist, mit der er kommuniziert. Wir sehen live, was Kommissarin Rieber gerade online erlebt. Sie ist unter einem Pseudonym auf einer Chatseite für Kinder. Die Interessen der männlichen Gesprächspartner sind eindeutig. Hier haben wir jetzt auch nochmal jemand Interessantes.
Ich habe jetzt ihn gerade noch mal darauf hingewiesen, dass ich wirklich erst 12 Jahre alt bin. Und er meinte, dann würde es ja jetzt Zeit werden. Mhm. Und fragt mich, ob ich gewisse Dinge schon mal selbst an mir gemacht habe. Etliche Chatpartner fragen die vermeintlich 12-Jährige nach ihren sexuellen Erfahrungen. Das allein ist leider nicht strafbar, obwohl es für Kinder belastend ist. Um eine Straftat zu begehen, muss der Chatter noch weitergehen. Also er muss quasi die Cam anmachen und muss dann sich präsentieren, wie er an sich manipuliert, sagen wir. Und die andere Möglichkeit, die uns der Tatbestand hergibt, wäre, dass er uns aufgibt, etwas zu tun. Also wenn er quasi fordert, zieh dich mal aus, zieh deine Hose aus, streichel dich. Solche Täter können nur über die IP-Adressen ihrer Rechner ermittelt werden. Doch diese Daten liegen nur kurz vor. Für ihre Arbeit wäre eine längere Speicherung solcher Verbindungsdaten eine große Hilfe, sagen die Fahnder. Auch 2015 setzen sie ihre Ermittlungen fort. Doch die Zahl der Täter scheint ständig zu wachsen. Ist das sogenannte Cyber-Grooming tatsächlich im Internet so weit verbreitet? Das wollen wir selber testen. In einem beliebigen Chat, speziell für Kinder, melden wir uns als 12-Jährige an. Wir wollen sehen, ob wir tatsächlich von Pädophilen angesprochen werden. Das Chatten übernimmt in unserem Test die 15-jährige Leonie. Das Thema Cyber-Grooming ist ihr bekannt. Ja, also ich habe da viel mit meinen Eltern drüber gesprochen. Auch ich frage die immer, wenn ich irgendwas Neues mache, was sie davon halten, wenn ich mich irgendwo registriere eben. Und die wissen das auch alles und haben mir das früh schon erklärt, dass man nicht mit jedem chatten soll. Leonie ist bei unserem Test nicht alleine. Dr. Katharina Katzer wird den Chat begleiten. Die Sozialpsychologin ist Expertin für sexuelle Gewalt im Internet. Für den Chat wählen wir einen Namen, der auf ein 12-jähriges Mädchen schließen lässt. Wir betreten den Chatroom kunterbunt. Sofort schreiben uns mehrere männliche Chatpartner an. Einer fragt: Hey, sag mal, würdest du mit einem 25-Jährigen shoppen gehen, wenn er dir alles kauft, was du magst? Wir fragen, warum er uns etwas kaufen möchte. Seine Antwort: Will mit dir in die Umkleide. Wir betonen nochmal, dass wir erst 12 sind. Er sagt: Geil, hab noch nie eine 12-Jährige in Unterwäsche gesehen. Das heißt also ganz klar, dass er auf dieses junge, minderjährige Mädchen hier abzielt. Auf das Kind, es ist ja ein Kind, es ist keine Jugendliche, es ist ganz klar ein Kind, mit dem er hier irgendwelche sexuellen Kontakte haben möchte. Ein anderer Chatter fragt: Hast du Skype oder so? Will dich gern mal sehen. Täter versuchen so, mit ihren Opfern auf eine Plattform zu wechseln, wo sie nicht von Sicherheitsmaßnahmen entdeckt werden. Dieses Versuchen, jemanden in ein privates Gespräch auf eine andere Plattform zu locken, also zum Beispiel auf Skype, dass man nur noch zu zweit alleine ist, ist auch ganz typisch. Also gerade für jemanden, der sexuelle Übergriffe auf Minderjährige ausüben möchte. Der möchte ja von dieser Plattform weg und möchte dann allein mit jemandem sein. Wir gehen auf sein Angebot ein und chatten mit ihm bei Skype weiter. Jetzt wird er expliziter. Willst du meinen langen Harten sehen? An der Stelle schicken wir die 15-jährige Leonie aus dem Raum und übernehmen den Chat. Kurze Zeit später ruft uns der Chatpartner über Skype an. Was wir dann zu sehen bekommen, ist schockierend. Der Mann masturbiert vor laufender Webcam. Der junge Mann, wer alt er auch immer ist, er weiß, er hat hier eine 12-Jährige am Mikrofon oder vor der Kamera oder auch nicht, mit der er Kontakt hat. Und er zeigt ihr seinen Penis, seine Selbstbefriedigung, er masturbiert. Das ist ganz klar eine Straftat, auch nach der Novellierung des Gesetzes. Also hier ist ganz deutlich, das darf nicht sein und hier der Mann muss bestraft werden. Werden Kinder mit solchen Bildern konfrontiert, könne das ein Schockerlebnis sein, sagt die Psychologin. Schlafstörungen und Angstzustände sind mögliche Folgen. Zudem entwickeln betroffene Kinder oft eine falsche Vorstellung von Sexualität. Wichtig sei deshalb Prävention. Man muss Kinder und Jugendliche aufklären, was passieren kann, welche Risiken im Internet bestehen, wenn sie eben Chaträume aufsuchen, dass sie sich nämlich dann auch an Erwachsene wenden und Hilfe holen. Denn vielfach tun sie das eben nicht, weil sie Angst haben, weil sie ein Schamgefühl haben. Die Kinder müssen den Erwachsenen vertrauen und darüber berichten können. So wie es Sophie getan hat. Die 11-Jährige hat ihrer Mutter von einer sexuellen Belästigung im Internet erzählt. Gemeinsam haben sie den Unbekannten bei der Polizei angezeigt. Nach einigen Wochen teilt die Staatsanwaltschaft mit, dass die Ermittlungen eingestellt wurden. Der Anschlussinhaber der IP-Adresse konnte nicht identifiziert werden. Die Anzeige war dennoch wichtig, sagt Sophies Mutter.
Es ist wichtig, dass wir hinter unseren Kindern stehen und sagen, wir sind da, wir machen die Schritte. Und selbst wenn sie jetzt so wie bei uns im Sande verlaufen, ich würde immer wieder zur Polizei gehen. Denn nur so kann Einhalt geboten werden. Auch wenn Sophies Mutter Angst hat, dass so etwas noch einmal passieren könnte, ein Internetverbot hält sie für unsinnig. Ihre Tochter habe aus dem, was passiert ist, gelernt und sei jetzt noch achtsamer. Ich bin jetzt selber auch vorsichtiger. Wenn mir jemand schreibt, dann schreibe ich auch gar nicht mehr zurück. Sophie und ihre Mutter hoffen, dass es für Pädophile im Internet schwerer wird, Opfer zu finden, weil immer mehr Eltern und Kinder ihre miesen Tricks durchschauen. Dass das Internet gefährlich werden kann, hat dieser Schüler auf ganz andere Art erlebt. Er möchte unerkannt bleiben. Wir nennen ihn Ben. Bis vor kurzem verbringt er seine Freizeit fast nur mit Online-Spielen. Selbst für ein Essen mit seiner Familie kann er nicht abschalten. Ben, komm, mach mal aus. Nein. Jetzt mach bitte aus. Mach aus. Nein. Doch. Bis zu 8 Stunden sitzt Ben vor dem Monitor. Immer öfter gibt es deshalb Streit. Also wir haben ihm dann den Rechner weggenommen. Und daraufhin wurde er halt sehr aggressiv. Man konnte nicht mehr mit ihm sprechen. Er ist so wirklich ausgerastet manchmal. Also so war Ben vorher halt nicht. Immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland haben ihre Online-Nutzung kaum noch unter Kontrolle. 560.000 Menschen gelten als internetsüchtig. Einer von ihnen ist Ben. Wenn seine Klassenkameraden im Unterricht sitzen, macht er sich auf den Weg in eine Tagesklinik am Uniklinikum Eppendorf. Seit 2 Monaten ist er bei Nicole Fangerau in Therapie. Sein anfängliches Verhalten war typisch für einen Online-Süchtigen. Als wir Ben kennengelernt haben, war er sehr schüchtern und zurückhaltend. Hat auch ein bisschen Probleme, Blickkontakt aufrechtzuerhalten. Wir haben ihn eher am Anfang so auch gedrückter Stimmung kennengelernt, so wenig Antrieb. Fast 1,5 Jahre hat Ben viel Zeit in künstlichen Welten der Online-Spiele verbracht. Der Kontakt zu Menschen ging dabei verloren. Manches muss er in der Therapie wieder lernen. Hier in der Musiktherapie lernt man, wie man über Emotionen oder Gefühle redet. Die Musik hilft dabei sehr. Hier in der Therapie habe ich gelernt, das halt auch anzusprechen, was mich stört und nicht unbedingt wieder an den PC zu gehen. Probleme ansprechen, das hat Ben lange Zeit nicht gemacht. Wenn er vor seinem Computer saß, ließen sich die Probleme wegballern. Sein Alltag war deutlich komplizierter, deshalb hat er sich immer wieder in die Welt der Spiele geflüchtet. Also es gab halt nur Streit zu Hause. Und ich habe mich an den PC gesetzt, um mich abzulenken, weil ich keine Lust auf diesen Streit hatte. Also ich habe mich dann einsam und alleine gefühlt. Hilflos. Statt einsam ballern, gemeinsam kickern. Ein Großteil der Therapie findet hier in der Gruppe statt. Zusammen mit Gleichaltrigen lernt Ben, sich wieder wie ein normaler 15-Jähriger zu benehmen. Das Phänomen Online-Sucht beschäftigt Experten seit mehr als 15 Jahren. Aber noch immer besteht viel Forschungsbedarf. An der Uniklinik in Mainz hat Professor Manfred Beutel gerade eine Studie veröffentlicht zu der Frage, macht immer online Jugendliche einsam? 2400 Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren wurden dazu befragt. Wir haben 2 überraschende Befunde in dieser Studie erhoben. Einmal, dass Jungs und Mädchen gleich häufig von Suchtproblemen im Internet betroffen sind. Das sind so ungefähr 3,5% jeweils. Der zweite Befund war, dass Online-Sucht das Bindungsverhalten zu Gleichaltrigen beeinträchtigt, und zwar deutlich. Aktuell beschäftigt sich Professor Beutel mit der Computernutzung von 0- bis 8-Jährigen. Ein wenig erfreuliches Ergebnis. Schon Kleinkinder werden unbewusst zur Mediensucht erzogen. Die Gute-Nacht-Geschichte durch ein iPad zu ersetzen, ist hochproblematisch, weil Kinder unter Umständen tatsächlich auf Verhaltenssucht programmiert werden. Und das kann möglicherweise sehr nachhaltig die Entwicklung beeinträchtigen. Deshalb sollten Eltern ihre Kinder ab 2 Jahren langsam mit Medien vertraut machen. Und zwar bewusst statt nebenbei. Für Ben aus Hamburg gab es lange Zeit nichts Wichtigeres als Online-Spiele. Sie verschafften ihm Ablenkung und vermeintliche Erfolge. Ohne professionelle Hilfe hätte Ben sich im Internet fast verloren. Ich wusste mir schon keinen Rat mehr, was wir so als Eltern hätten tun können, damit er nicht mehr an diesen PC geht. Aber alleine hätten wir oder der Ben das niemals geschafft. Heute geht es ihnen als Familie wieder deutlich besser.
In Zukunft wollen sie mehr aufeinander achten, sagt Bens Mutter, damit die Online-Sucht nicht irgendwann wieder zurückkommt. Auch Stefan kämpft gegen eine Sucht. Wir treffen ihn in Steimel im Westerwald. Er ist auf dem Weg in die Holzwerkstatt der Suchtklinik Haus Sonnenhang. Die handwerkliche Arbeit soll ihm dabei helfen, von den Drogen wegzukommen. Also ich baue hier einen Hocker, den ich zum Beispiel für in Stresssituationen, für eine Achtsamkeitsübung benutzen kann, für runterzukommen zum Beispiel. Stefan ist abhängig von synthetischen Drogen. Das Problem, sie sind mit wenigen Mausklicks im Internet zu bestellen, als sogenannte Legal Highs, also legale Rauschmittel. Die Stoffe kommen aus Asien und werden in Osteuropa zusammengemischt. Die Drogen sind extrem gefährlich. Ihre Wirkung ist bis zu 100 Mal stärker als Cannabis. Man ist halt, von der Persönlichkeit hat man sich total verändert. Also meine Freundin und meine Eltern, die haben gesagt, die hätten mich gar nicht mal wiedererkannt. Robert Lehr ist Stefans Therapeut. Stefan war 12, als er zum ersten Mal einen Joint rauchte. Danach konsumierte er fast alles, was Dealer ihm anboten. Der Therapeut hilft dem 25-Jährigen im Kampf gegen die Sucht. Einmal waren sie schon erfolgreich. Er war 2010 schon in der Klinik, hat eine 26-wöchige Behandlung gemacht und hatte auch eine Clean-Phase von fast 2 Jahren, ist dann aber rückfällig geworden. 2 Jahre ohne Drogen. Stefan dachte, er hätte den Absprung geschafft. Doch dann empfiehlt ihn ein Freund die sogenannten Legal Highs aus dem Internet, denn diese Stoffe hätten Vorteile. Sie waren nicht nachweisbar. Sie waren sehr leicht zu beschaffen und sehr, sehr, sehr billig. Ich wusste schon, worauf ich mich da einlasse, aber ich hätte nie gedacht, dass es so wirklich so extrem ist, dass man davon so aggressiv wird. Am Ende zählt für Stefan nur noch der nächste Rausch. Mehrmals täglich raucht er sogenannte Kräutermischungen aus dem Internet. Die Folgen: Schlafstörung, Panikattacken, Aggressivität. Suchtherapeut Robert Lehr behandelt immer öfter Patienten, die von Legal Highs abhängig sind. Wir kriegen immer mehr Patienten, habe ich den Eindruck, die mit Legal Highs Erfahrung haben oder auch so eine Abhängigkeit ausgebildet haben. Was immer wieder klar geworden ist, was für ein enormes Suchtpotenzial durch die Legal Highs ausgeht. Kommt man wirklich so einfach an diese gefährlichen Substanzen? Wir recherchieren und finden sofort etliche Online-Shops, die Legal Highs unter harmlos klingenden Namen anbieten. Wir wollen testen, was sich dahinter verbirgt und bestellen ein sogenanntes Badesalz und 2 Räuchermischungen. Bundeskriminalamt Wiesbaden. Auch hier wird genau geschaut, was da im Netz verkauft wird. Mehr als 30 Todesfälle durch Legal Highs soll es in Deutschland in den letzten 5 Jahren bereits gegeben haben. Toxikologe Michael Pütz zeigt uns beschlagnahmte Ware. Das hier ist eine Teilmenge aus einer Großsicherstellung. Das ist von einem deutschen Internethändler, der diese Produkte übers Internet verkauft hat. Mehr als 15.000 Tütchen hat das BKA bei nur einem Onlineshop sichergestellt. Die Produkte wurden aufwendig analysiert. Dabei wurden Substanzen gefunden, die im Betäubungsmittelgesetz als verbotene Stoffe gelistet sind. Michael Pütz zeigt mit einem Schnelltest, was da als Kräutermischung verkauft wurde. Wir sehen jetzt hier ein relativ starkes Signal. Das ist sozusagen ein Zeichen dafür, dass ein Betäubungsmittel als Wirkstoff enthalten ist. In dem Fall heißt der 5-Fluor-PB22. Der ist seit Dezember letzten Jahres dem Betäubungsmittelgesetz unterstellt. Also illegal. Ein Rauschgift, vergleichbar mit Amphetamin, Cannabis, Kokain. Deshalb ist diese Ware sichergestellt und gegen den Betreiber des Webshops wird ermittelt. Aber warum bieten so viele Shops ganz offen diese Substanzen an? Auf diese Frage suchen wir beim BKA eine Antwort. Schließlich kann man sich Cannabis oder Kokain auch nicht per Post liefern lassen. Kriminaldirektorin Marion Gradowski erklärt das Problem. Also unser Betäubungsmittelgesetz enthält eine Auflistung ganz konkreter Substanzen. Das heißt, Sie können Substanzen unter das Betäubungsmittelgesetz listen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Das bedeutet im Klartext, nur die Verwendung von Substanzen, die auf der Liste des Betäubungsmittelgesetzes stehen, ist verboten. Bis eine neu entwickelte Substanz verboten wird, dauert es oft 1 Jahr. Das wissen die Hersteller und verändern deshalb ständig die Zusammensetzung ihrer Produkte.
Also sobald bekannt wird, dass bestimmte Substanzen unter das Betäubungsmittelgesetz gestellt werden sollen, reagieren die Hersteller unmittelbar und bringen neue Substanzen auf den Markt, mit der Folge, dass diese neuen Substanzen dann wieder nicht dem deutschen Betäubungsmittelgesetz unterliegen. Die Ermittler hoffen auf ein neues Gesetz, das zukünftig ganze Stoffgruppen verbieten soll. Zurück zu unserem Test. Wir hatten in einem Online-Shop 3 offenbar legale Produkte bestellt. Schon 2 Tage später halten wir unsere Lieferung in Händen. Auf 2 der bunten Tütchen gibt es keinerlei Hinweise auf die Inhaltsstoffe. Auf dem 3. Tütchen werden nur pflanzliche Bestandteile angegeben. Wir wollen herausfinden, was uns da wirklich geschickt wurde. Dazu bringen wir die Legal Highs nach Viersen, in die Klinik des Landschaftsverbandes Rheinland. Hier im Labor kommen täglich Päckchen mit unbekannten Tabletten oder Pulvern an, verschickt von besorgten Eltern oder Schulleitern. Wir bieten den Service an, dass wir jedes Pulver, jede Flüssigkeit und jede Tablette, die irgendwo gefunden wird bei Angehörigen oder wem auch immer, dass wir die dann analysieren, um dann zu sagen, um was für eine Substanz es sich dort handelt. Ob es halt diesen Grund zur Sorge gibt oder ob es unberechtigt war. Seit einigen Jahren landen auch immer mehr von den sogenannten Legal Highs auf dem Tisch von Tobias Todeskino und seinen Kollegen. Uns ist das Phänomen Legal Highs seit 2009 bekannt. Und seitdem hat sich die Marktdynamik sehr rasch weiterentwickelt. Also mittlerweile kommen pro Jahr knapp 70 neue Substanzen auf den Markt, die wir dann auch immer wieder in solchen Produkten dann finden können. Bei Legal Highs sei Aufklärung besonders wichtig, sagt Todeskino. Denn viele Konsumenten wissen nicht, auf was sie sich einlassen. Auch wenn die Vermarkter eine genaue Bezeichnung angeben, ist manchmal was völlig anderes drin. Und die Konzentration ist halt immer wieder eine völlig andere. Also derjenige, der da das konsumiert, weiß gar nicht, wie viel er von der Substanz tatsächlich zu sich nimmt. Welche Substanzen in den Tütchen sind, die wir im Internet bestellt haben, lassen wir im Labor testen. Die Stoffe werden zerkleinert und in Methanol gelöst. In diesem Apparat werden sie anschließend erhitzt und in ihre chemischen Bestandteile zerlegt. Das Ergebnis kurz darauf ist erschreckend. Also in der ersten haben wir ein Badesalz gefunden mit halluzinogenen Eigenschaften. Und in den beiden anderen Proben sind synthetische Cannabinoide enthalten, die 100-mal stärker sind als natürliches Cannabis. Und bei dem einen Präparat handelt es sich auch um ein Betäubungsmittel, also um eine illegale Substanz. Alle 3 Produkte sind extrem starke Rauschmittel mit gefährlichen Nebenwirkungen. In einem ist sogar eine Substanz, die nach dem Betäubungsmittelgesetz eindeutig verboten ist. Ist dem Verkäufer klar, was er da per Post verschickt? Wir bitten den Shopbetreiber um eine Stellungnahme. Tatsächlich erhalten wir eine Woche später eine Antwort per E-Mail. Darin bedankt sich der Mann für unseren Hinweis und erklärt: Wir haben das Produkt heute unverzüglich aus dem Programm genommen. Bei dem illegalen Wirkstoff handele es sich um eine Ausnahme, schreibt er. Zu einem Interview vor laufender Kamera ist er nicht bereit. Zurück zu Stefan in der Suchtklinik im Westerwald. Die Drogen aus dem Internet haben sein Leben fast zerstört. In der Klinik komponiert er Lieder für seine Familie. Die hilft ihm, seine Therapie durchzuhalten. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt 23 Monate alt. Ich habe eine Freundin, wir sind seit 6 Jahren zusammen. Ich habe ein gutes Verhältnis mit meinen Eltern. Und ich habe einen Grund, wofür ich das hier durchziehe. In erster Linie für mich, für mein Wohlbefinden. Aber meine Familie kommt auch ganz vorne. Stefan hofft, dass er den Absprung diesmal schafft. Er will ein neues Leben beginnen, mit seiner Familie und ohne Drogen. Die Tricks der Dealer aus dem Internet sollen ihn davon nicht länger abhalten.